Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück in der NFL Combine. Wir haben die 19. Challenge der Scouting the Combine Serie zu spielen. Es geht gegen die Denver Broncos und wir dürfen nicht mehr als 4 Completions in 5 Plays zulassen und keinen Touchdown dürfen wir kassieren. Case Keenum ist der Quarterback der Broncos. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass uns diese Challenge hier übermäßig viel Angst bereiten muss. Hatte in Minnesota ein tolles Jahr, Case Keenum, kam dann nach Denver und da lief da nicht mehr so viel zusammen. Tja, und jetzt hat er dann Joe Flacco quasi vor die Nase gesetzt bekommen. Und das ist ja, glaube ich, schon ein eindeutiges Zeichen. Der wird auch nicht gerade billig gewesen sein, ist schon über 30, also quasi im Herbst seiner Karriere. Und wenn man den dann vor die Nase gesetzt bekommt, dann weiß man, glaube ich, dass die Zeit in Denver für Case Keenum vorbei sein wird. Ich bin mal gespannt, wo er enden wird. Gibt ja ein paar Teams, die momentan auf Quarterback-Suche sind. Ich denke unter anderem mal an die Washington Redskins, die da ein Problem haben. Die Jacksonville Jaguars, da tippe ich eher auf Nick Foles, aber warten wir mal ab. Jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Defense aufs Feld und dürfen nicht mehr als 4 Completions in 5 Game in 5 Plays zulassen. Wir liegen mit 6 Punkten vorne, das heißt natürlich müssen jetzt hier die Broncos werfen, weil es an der eigenen 20 noch 2 Minuten zu spielen. Sie können jetzt nur werfen. 5 Plays, 4 Completions dürfen wir maximal zulassen. Da lassen wir schon mal gar nichts zu, denn das war ein Sack von Sean Lee. Zweiter Versuch und 17. Ball ist an der 13. Incomplete Pass. Also bis jetzt hat Case Keenum noch nicht einen Ball angebracht. Deswegen können wir das, glaube ich, alles sehr entspannt beobachten. Dritter und 17 von der eigenen 13. Der ist komplett überworfen. Tja, und jetzt haben wir ein 14 und 17. Die Broncos stehen mit dem Ball an der eigenen 13-Yard-Linie. Wollen wir mal schauen, was sie da machen. Und das ist eine Interception. Jeff Heath, mein Strong Safety mit der Interception, mit dem Pick. Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt noch ein bisschen laufen, ein paar Spielzüge machen, damit die 5 Plays auch erfüllt werden, die wir hier spielen müssen. Und Eddie George bringt das Ding sogar nochmal in die Endzone. Das hat er sich jetzt mal nicht nehmen lassen. Ja, das war auch gleichzeitig das fünfte Play und damit haben wir die Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.